Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna heißt Christian und ich heiße Sascha und wir haben heute den 10. Oktober. Den 10. Oktober, richtig. Geburtstagskind des Tages ist, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Sherdan Shaqiri. Ist das Sherdan? Shaqiri, das ist der Schweizer Nationalspieler. Ja, der bei Basel und Bayern gespielt hat. Wie der Vorname nochmal ausgesprochen? Sherdan. Shreddan Shaqiri. Shreddan. Kannst du dir vorstellen, dass wenn du so Baumstämme in so einen. Shreddan. Shreddan. Also der Shaqiri, der mal da in Basel und bei Bayern München gespielt hat. Ja, der war ja bei der WM 2014, war er ja ganz. Ist er ja groß rausgekommen sozusagen, aber die Schweiz halt nicht. Ja. Und dann ist er zu Bayern und dann. Hat es funktioniert. Dann war es, aber so dolle war es auch nicht. Deswegen sagen wir einfach mal herzlichen Glückwunsch. Ja. Alles Gute. Ja. Am 10. Oktober 2002 hat der Deutsche Arvid Fuchs das erste Mal den Nordpol vollständig umsegelt. Oh. Wird ja auch immer einfacher. Ja. Die Strecke wird immer kürzer. Ja. Ja. Und da irgendwann kannst du auch den Nordpol vollständig umschwimmen. Dauert ja nicht mehr so lange. In 35 Minuten. Ja, sehr egal. Ja. Heute am 10. Oktober sind auch mehrere Jahrestage. Jetzt bin ich gespannt. Heute ist auch der Tag gegen die Todesstrafe, ausgerufen von Amnesty International. Jo. Ja. Dann ist heute der Welttag der geistigen Gesundheit von der. Also Sascha, das ist für dich. Ne? Der geistigen Gesundheit. Der geistigen Gesundheit, ja. Welttag der geistigen Gesundheit. Aber das ist das in Bezug auf geistige. Wie sagt man? Geistige Behinderung? Oder? Man feiert die geistige Gesundheit. Ich weiß, du kannst nicht mitmachen, aber lass uns anderen wenigstens den Spaß. Okay. Ja, ne? Und es ist auch noch der Namenstag des heiligen Gerion. Der heilige Gerion? Ja. Also das habe ich auf dem Schirm gehabt. Ja. Hm. Naja. 10. Oktober ist auch Kinostart in Deutschland von dem Film Zahn um Zahn. Kennst du noch? Zahn um Zahn. Faust auf Faust! Haut ganz hart! Klaus Lageband. Ja, und das, ja. Ist der. Ah, von. Das ist der Filmtitel gewesen, also der Song gewesen, ja, ja. Für Zahn um Zahn. Zahn um Zahn, richtig. Und das ist für welchen Film? Also welcher Schauspieler hat damit gespielt? Götz-George. Götz-George als Schimanski. Ja. Das war damals ein Tatortfilm. Mhm. Und dieser Tatortfilm ging sogar in die Kinos. In die Geschichte ein. Ja, war halt ein Kinofilm. Richtig. Oh, Knaller. Ja. Also war damals, Schimanski war damals eine ganz große Nummer, das war 1985. Gar nicht so lange her. Am 10. Oktober. Ja. Knaller. Ja. Ja, jetzt haben wir ganz viel gelernt wieder, genau. Was der 10. Oktober angeht. Und morgen sehen wir uns wieder am 11. Oktober. Und richtig. Da können wir wieder ganz viel Angeberwissen raushauen. Richtig. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.